So, willkommen zurück bei Star Wars The Force Unleashed. Und wie ihr seht, ich bin noch im Kampf mit Darth Vader, wo ich letzte Mal gestoppt habe. Und ich würde sagen, nach dem Intro stelle ich mich den Ängsten gegen Lord Vader. Super. Komm schon. Es ist so lächerlich, ne? Ich zeige dir die wahre Beherrschung der dunklen Seite. Ach, komm schon. Ich hatte ihn fast. Deine Reise endet hier und jetzt. Ich sehe nichts mehr.
Ich zeige dir die wahre Beherrschung der dunklen Seite. Hallo? Ach, jetzt ist es mal wieder lächerlich hier. Er lässt mich nicht aufstehen. Du wirst sterben wie dein Vater. Ja, das ist kein Wunder, wenn das Spiel mich so veralbert. Also, sorry, aber... Genau. Aber ich erinnere mich daran, dass das Ende so ziemlich unmöglich war bei Star Wars. Deine Reise endet hier und jetzt. Das ist nämlich das Problem. Es ist ein insgesamt sehr kurzes Spiel. Und sie haben versucht, einfach dadurch, dass sie das Ende unmöglich schwer gemacht haben, einfach versucht, nämlich die Zeit rauszuzögern, also die Spieldauer zu erhöhen. Der Imperator ist noch heftiger als Vader, wenn ich mich richtig erinnere. Ich zeige dir die wahre Beherrschung der dunklen Seite. Ja, ich gehe auch.
Das war dumm. Sterben wie dein Vater. Unglaublich wieder. Vernichte ihn, er war schwach, gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Helft ihm! Jetzt geht das Ganze gegen den Imperator schon wieder los. Nun, die Rebellion endet mit deinem Tod. Oh, stimmt ja, der Imperator hat ja auch noch Inachen. Deine Hoffnung schwächt sich. Du hättest Lord Vader vernichten sollen. Du hättest an meiner Seite herrschen können. Wer möchte denn schon Lord Vader vernichten? Aber stimmt, dadurch hätte ich Starkiller werden können.
Deine Loyalität wird dir zum Verhängnis werden. Ich bin schon immer dein wahrer Meister gewesen. Jetzt kommt die Geschichte wieder mit dem wahren Meister, ne? Da muss noch irgendwas kommen. Ich fand den Imperator früher wesentlich schwerer. Du bist jetzt ein wertloser Jedi. Mich zu vernichten ist dir bestimmt. Tu es. Gib dich deinem Hass hin. Er ist besiegt. Lass gut sein. Das ist ein Trick. Er ist stärker als ihr ahnt. Er verdient den Tod für das, was er mir antat. Vielleicht. Doch wenn du ihn im Zorn niederstreckst, bist du genau dort, wo es anfing. Bring Bail und die anderen hier raus. Ich bin gleich hinter euch. Geht! Schnell! Beschützt die Senatoren! Ist tot. Dann ist er jetzt mächtiger als je zuvor.
Er sollte die Rebellen vernichten. Sein Opfer jedoch wird sie inspirieren. Aber jetzt kennen wir sie. Ich werde sie jagen und sie vernichten, wie ihr es schon immer gewünscht habt, mein Gebieter. Ihr müsst grausam sein, Lord Vader. Wenn auch nur ein Rebell überlebt, wird die Allianz, die wir versehentlich erschaffen haben, unser Untergang sein. Sind wir bereit, zu beenden, was er begann? Dann ist nun die Rebellenallianz geboren. Hier. Heute Nacht. Wir brauchen einen Banner für uns. Ein Symbol. Ein Symbol der Hoffnung. Jetzt ist er eins mit der Macht. Ihr wusstet immer, wer er war, oder? Ich habe es vermutet. Warum halft ihr uns, nach allem, was wir getan hatten? Als er in der Bar zu mir kam, sah ich unter all den finsteren Gedanken einen hellen Fleck. Etwas Wunderschönes, an dem er bis zuletzt festhielt. Was? Euch. Damit hätten wir dieses Projekt erstmal auch abgeschlossen. Finde General Kota. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dann schauen wir mal, was es hier noch an Geheimleveln gibt.